Yo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder um Gamers Only und wie ihr schon sehen könnt, ja, heute mal aus einer anderen Perspektive. Heute geht es wirklich nur um den Performance Drink, weniger um Gameplay. Letzte Woche hatte ich ein Video hochgeladen, das irgendwie 14 Minuten war, nur Gameplay, und heute mal komplett anders. Es geht um den neuen Performance Drink oder die neue Geschmacksrichtung beim Gamers Only Performance Drink, die Limitless Summer Strawberry Lime Edition, nenne ich es jetzt mal. Ihr seht auch schon links die Dose, rechts habe ich einen Shaker vorbereitet. Wir schauen uns die Farbe an vom Pulver, dann im Shaker. Ich habe da auch noch ein Glas hinterm Shaker, dass sich das da mal umfüllt, dass man das da auch sehen kann. Den Geruch werde ich mal ein bisschen genauer betrachten und dann natürlich das Wichtigste, Geschmack. Wirkung hat sich jetzt oder wird sich jetzt nicht ändern. Die Rezeptur ist genauso wie früher. Auch Preis-Leistungs-Verhältnis, da hat sich nichts verändert. Da würde ich dann einfach auf ein altes Review von mir verweisen von Gamers Only. Kann ich vielleicht auch mal verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was ihr jetzt von dieser Art von Videos haltet, ob ihr das gut findet oder nicht. Ich nehme mal gerade die Dose, öffne die kurz und dann schauen wir uns das Pulver genauer an. Okay, das ist jetzt ein bisschen verschoben, aber die Lichtverhältnisse sind jetzt ein bisschen, ja, besonders heute. Es ist sehr bewölkt draußen, deswegen ist es ein bisschen dunkler. Ich habe hier mal das Licht angemacht, aber man sieht, dass es weiß-rosa ist. Also es ist kein wirkliches Rot. Es ist sehr hell, würde ich es jetzt mal beschreiben. Und ich mache mal den Geruchstest kurz. Ja, also es riecht sehr stark nach Erdbeere. Man riecht jetzt kaum die Limette raus hier bei der Geschmacksrichtung. Ich finde, es ist aber ein guter Geruch. Das passt auf jeden Fall, finde ich. Es ist schon sehr intensiv. Es riecht auch so ein bisschen cremig. Und warum es ja für mich so ein bisschen cremig riecht, ist einfach, es erinnert mich sehr an den Gamers Only Performance Milkshake. Da gibt es den ja auch in der Geschmacksrichtung Strawberry. Deswegen erinnert mich das sehr an den. Und der ist ja auch cremig, weil den trinke ich ja auch mit Milch dann zum Beispiel. Genau, Limette riecht man jetzt nicht so sehr raus. Ich würde sagen, ich nehme da jetzt einfach mal einen Löffel. Ich habe einen Shaker vorbereitet mit 350 Milliliter Wasser. Beziehungsweise da war noch ein Eiswürfel drin, aber der ist schon geschmolzen. Und dann schauen wir uns gleich mal, ich bereite das mal kurz hier vor. Und dann schauen wir uns gleich mal die Farbe an, wie das jetzt im Shaker dann aussieht. Normalerweise schneide ich das, heute mache ich das mal ein bisschen Freestyle, weil ich finde das einfach ein bisschen, ja, persönlicher. Ich wollte einfach mal testen, wie das so ist jetzt. Ist so ein Pilotvideo, sage ich mal. Und ja, ich shake das mal kurz durch. Manche fragen mich auch, wie lange man shaken sollte. Ich mache es manchmal nur 10 Sekunden, manchmal sind es 30 Sekunden. Also das mache ich gerade so, wie ich Bock habe. Meistens sieht man auch so am Boden, dass da vielleicht noch ein paar Stücke sind. Und ja, ich werde jetzt noch kurz durchshaken. Dann mache ich das Ganze mal hier auf mit dem coolen Ploppverschluss hier. Nimm mir mal kurz das Glas und füll da so ein bisschen mal rein, damit ihr die Farbe sehen könnt. So, und hier haben wir es jetzt. Ist sehr trübe, würde ich mal sagen. Erinnert mich ein bisschen auch an Wassermelone. Ich muss sagen, auch der Geruch an sich geht so ein bisschen in Richtung Wassermelone. Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich finde, es sieht eigentlich ganz gut aus. Wäre natürlich schön, wenn es ein bisschen knalliger gewesen wäre von der Farbe, nicht zu trüb. Aber was jetzt natürlich auch wichtig ist, der Geschmack. Schmeckt das Ganze? Ist das Ganze gut? Und ich probiere es jetzt einfach mal. Ja, also ich muss sagen, ich finde den Geschmack sehr gut. Es ist auf jeden Fall nicht so milchig, cremig oder sowas, wie es halt riecht für mich. Ich finde es schon sehr fruchtig.
Erfrischend auf jeden Fall, ist eine sehr gute, ja, ist ein sehr guter Sommergeschmack. Und ich finde es auf jeden Fall sehr lecker. Die Limette schmeckt man kaum raus, aber man merkt, es ist nicht nur Erdbeere, sondern da ist auch noch was ein bisschen anders mit dabei. Und das finde ich sehr gut. Also das macht die Geschmacksrichtung so ein bisschen interessanter. Es ist nicht so langweilig. Und deswegen muss ich sagen, feiere ich das auf jeden Fall. Es ist sogar eine der stärksten Geschmacksrichtungen für mich. Ob es jetzt die Nummer 1 ist oder die Nummer 2, kann ich gerade noch gar nicht sagen. Ich habe das jetzt mal eine Woche ungefähr getestet bisher. Und ich finde, man kann erst nach so ein, zwei Monaten sagen, ob man den richtig, richtig gut findet. Man merkt ja, wie häufig trinkt man den dann auch oder entscheidet man sich dann doch für einen anderen. Ich finde ja Fantastic Orange Crush auch sehr stark und auch sehr gut. Genau, ich hoffe, das Video konnte euch irgendwie ein bisschen weiterhelfen. Falls ihr jetzt nicht wusstet, ja, soll ich es mir jetzt kaufen oder eher nicht. Wenn es euch geholfen hat, lasst gerne ein Like da, würde mich sehr freuen. Hinterlasst auch gerne einen Kommentar. Und genau, abonniert auch gerne den Kanal, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss.